Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator. Jawohl, so langsam werden die Routen weniger, die wir hier noch zu fahren haben. Ich habe mich diesmal für Route 7 hier entschieden. Anzahl Haltestellen 10. Ja, schauen wir mal, wir müssen noch die ein oder andere leveln. Und wir fahren mit einem Iveco-Bus. Ja, schauen wir mal. Gehen wir mal rein. Und Hi gucken. Chef, möchtest du übernehmen? Ja, wenn ich dann geguckt habe. Ja, will ich. Hier, Tu mal, ja. viel Spaß. Danke. Komm, steh auf. Vielen Dank. So, wir sind auf Gold Island, ne? Ist das hier rücken? Ne, sind wir hier auf Gold Island? Ne, wir sind hier in. Wie hieß der Stadtteil hier? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir fahren trotzdem. Wo? Was war das? Boah, ich muss mich voll umgewöhnen jetzt hier gerade auf den Bus. Aber kriegen wir hin. Der ist irgendwie. Ich hatte stundenlang einen Ohrwurm von All Directions Love Bug. Jetzt ist er weg, dafür ist es hey, hey, hey. Hey. Naja, der Bus hier ist ein bisschen träger als der, was sind wir als letztes gefahren? Diesen Wiese. Alexander Dennis. So, ist das hier die Haltestelle? Ja. Inquiry. Jawohl. Und ey, Moment mal. Wieso hat der Bus keine Lackierung? So geht das aber nicht hier, oder? Guten Tag. So, kurz noch einen Blick. Ich müsste mal ganz kurz hier was gucken. Genau. Bus wechseln. So, und was haben wir? Ein Iveco. Nee. MAN. Leon City. Aber welcher ist denn das? Warte mal. Was haben wir denn für einen hier? Ein Iveco-Bus Urban Way. Ah ja, okay. Moment. Schauen wir mal ganz schnell. Iveco Urban Way, da haben wir ihn doch. Route 7, genau. Anpassen auf Viereck. So, und wir haben doch. Werbung ist drauf, ja. Aber wir haben neue Farben bekommen, ne? Tu mal her. Hallo? Ah, jetzt. Gelb, blau. Hatten wir hier nicht noch neue Farben bekommen? Jetzt nur das Gelb? Na ja, gut, nehmen wir mal das Gelb. Ja, hier so mal ein richtig gelb, ne? Und eine Vollverklebung sollte der eigentlich auch haben. So, was haben wir denn? Oh, haben wir die schon? Scheiß auf das Gelb, wir nehmen das Grün. For Gamers, by Gamers, jawohl, die nehmen wir. Nice, die kenne ich ja noch gar nicht. Ja, zack. Annehmen. So, Moment. Jawohl. Gehen wir aus dem Bild da. Hallo, Entschuldigung, aus dem Bild gehen. Ja, so sieht doch gut aus. Ja, so nehmen wir den Bus. Wo ist der Fahrgast hier hin, der ein Ticket wollte? Ich habe keine Ahnung. Egal. Oh, wir sind 2 Minuten zu spät. Jetzt aber schnell. Jetzt müssen wir aber Vollgas geben hier. Gold Island Tourist. Ja, nice. Haben wir doch hier eins nice neue Lackierung drauf gemacht. Ich weiß gar nicht, warum der weiß. Warum hatte der denn keine Lackierung? Was habe ich denn da gemacht? Ich bin Na, in egal. Copperpot aufgewachsen, aber ich habe hart gearbeitet und kann mir jetzt ein Haus in Millbrook leisten. Dazu gratuliere ich dir. Komm, Kollege, fahr mal da vorne bitte. Macht mal. Ich bin schon wieder spät dran. Ja, genau, weiterfahren. Nicht stehen. Zu wandelig. Ja, fahr rein in den Verkehr da. Jetzt, Mein Enkel hat Vollgas. wirklich gute Manieren. Jawohl.
Ja, kommt schon ein Auto, aber wir ziehen trotzdem durch. Jawohl, sehr schön. So, ich bin mal gespannt, welche Haltestellen wir jetzt hier noch leveln müssen. Ich habe keine Ahnung, ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Aber egal, macht nichts. So, dann fahren wir hier ab. Ich hoffe ja mal, dass wir zumindest hier jetzt alle Haltestellen hinkriegen heute, ne? Das wäre schon mal nice. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen und ja, schauen wir mal. 10 Haltestellen haben wir hier. Oh ja, das sollten wir hinkriegen. Halt, stopp, ich muss hier rüber. Jawohl. Einmal noch Gold Island, bitte. Jawohl, wieder zur goldenen Insel. So, welche Haltestelle ist denn das jetzt hier? Ah, die da hinten. Oder? Ja, müsste die hier sein. Gold Island Tourist Center, Junge. Oh mein Gott, Junge, ey. Beeilung, wir sind spät dran. Schlechte Halteposition, zu spät. Nach 30 Staffeln Winter of Passion dachte ich, ich gucke nie wieder eine Telenovela. Guten Tag. Aber dann hat mir meine Enkelin Spring of Affection gezeigt. Oh. Und ich kann die nächste Folge kaum erwarten. Danke. Er kann die nächste Folge kaum erwarten. So, wer hätten hier rumgeheult? Du? Hier ist sie. Ja, bitte. Ah, danke. Lady? Junge Frau? Augenblick. Ja. Da. Hier. Stand? Na klar. Okay. So. Oh ne, halt. Tür zu. Tür zu. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht aufmachen. Und weiter geht's. So, 1:11. Ist immer schon wieder hinten dran. Ja, gut, okay. Ich musste erstmal den Bus lackieren, ne? Ging ja nicht anders. Aber diese Lackierung, diese Vollverklebung, die kannte ich gar nicht. Dann habe ich die denn freigeschaltet. Ja, wahrscheinlich habe ich die zwischendurch mal irgendwo freigeschaltet und habe es schon vergessen oder so. Man weiß es nicht. Höchstwahrscheinlich. Egal. Jetzt haben wir das schon drauf. Ne? Was ich nur nicht verstanden habe, ist, warum der Bus gar keine Vollverklebung hatte. Aber naja, gut, ist auch wurscht. Boah, der lässt sich echt ein bisschen hakelig fahren, ne, finde ich. Aber gut, was soll's. Hallo? Ja, hallo. Hier ist James. Geht der Deal noch? Verstehe. Gut, wir sehen uns. So, toll abgesenkt. Ich bin aber zu spät. So, da unten steht toll abgesenkt auf Deutsch, aber zu spät auf Englisch, ne? Also too late. Oh, hier sind wir auf 8. Ja, moin. Super, toll. Stufe 8 brauchen wir nicht. Wow, Alter. Ich bin fast losgefahren, ey. Was geht denn hier? Komm, fahr mal da. Ja, du nicht hier. Wow. Alter. Fahr doch mal jetzt da. Entscheiden Sie sich bitte heute noch. Vollidiot. Coyote Bush Nord. Ja, dann auf geht's, ne? Da ist wohl jemand unterwegs eingeschlafen. Ah, ja. Kein Problem, den wecken wir gleich. Oder die, je nachdem. Auf nach Koyo. Habe ich hier nicht sogar die Haltestelle mit drin, wo wir ja noch ein paar Fahrgäste abliefern müssen? Wäre schön, wenn ich die Aufgabe auch endlich mal hinbekommen würde. Hier habe ich auch schon Ewigkeiten drin. Wir werden es sehen. Was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke? Dann klatsche ich dir eine, aber keinen Beifall.
Das passiert dann. So einfach ist das. Ach nee, Leute. So, die halt soll ihr mitnehmen? Coyote Bushnord. Und wir sind immer noch zu spät, verdammt. Tiddlin. Wie sieht's denn hier bei Coyote Bushnord aus? Ah, da sind wir auf 5, das ist okay. Damit kann ich leben. Und zack. Achso, warte mal, hier ist doch irgendjemand eingeschlafen, ne? Wir sind hier eingepennt. Schönen guten Tag, Sir. Haben Sie eine Fahrkarte? Warum kann ich dich anwählen? Jetzt. Na klar. Lady? Was? Ach so, wie bitte? Hier. Moment. Al Capone hat keine Fahrkarte. Und hab dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Wahrscheinlich hat er den Bus gerade verpasst. Sitzt der schon ein bisschen hier drin, ne? So, dein Pech, Junge, dass ich jetzt hier an dir vorbeiziehe. Ha! Sunshine Retreat, nächste Haltestelle, da sehen wir uns. Ist das nicht, glaube ich, sogar die Halt... Ne, ist das, glaube ich, nicht. Na, egal, werden wir rausfinden gleich. Ich meine, ich hätte ihn in der Route hier mit eingebaut, ich bin mir aber nicht sicher. Sehen wir gleich. Dann gucken wir mal, wo wir hier noch... sag mal schnell... auf 5 leveln müssen. Ist das hier Sunshine Retreat? Ich glaube ja, ne? Ja, sieht gut aus. So, rein hier. Perfekte Halteposition, aber wir sind immer noch zu spät. Komm rein, mach voran hier. Wir haben keine Zeit. Einfache Fahrt. Ja, wer hätte das gedacht? Zack, einmal Wochenkarte, bitteschön, und danke. Hinsetzen. Gerne. Und weiter geht's. Was ist hier schon wieder los? Fisherman Point, Freunde. Bei den Fisherman's Friends. Anders. Jawohl. Ich habe aber auch einen trägen Bus dazu, ne? Also ganz ehrlich, der Iveco, der ist echt so... kommt irgendwie gefühlt gar nicht in die Push, ne? Alter, was ist denn hier los? Wollen die alle hier rein? Ja, moin. Hier gehen alle laufen. Los, voran, rein hier. Geh mir mal aus der Sonne da. Ich hätte gerne mehrere Fahrkarten. Kein Problem, kannst du haben, Opa. Hier, zack. Hörst du das? Ja, ich auch nicht. Diese neuen E-Busse sind so leise. Oder mein Hörgerät ist kaputt. Vor allem ist das hier ein E-Bus, weißt du? So, wie sieht's hier aus? Ja. Und oh Gott, wir sind hier erst bei Stufe 3. Alter Schwede, aua. Ja gut, wahrscheinlich werden wir hier die... lauf doch einen Schritt schneller da. Wahrscheinlich werden wir die heute nicht auf Stufe 5 kriegen, die Route. Naja gut, wir geben unser Bestes. Blöd ist natürlich, dass ich immer noch zu spät bin. 20 Sekunden aktuell. Nicht so gut. Muss echt Gas geben. Hier, verbessern aller Werte. Hauptmission Perfektion. Achso. Ich würde sagen, das wäre eine Aufgabe jetzt. Ja, Perfektion ist echt. Wow. Zieht durch, ne? Wie ist das mal? Schreibt mir mal in die Kommentare. Es gibt ja hier noch eine zweite Map. Sollen wir die auch nochmal fahren?
Also ich weiß zwar nicht, wie ich das dann nachher umstelle oder sowas. Ich denke mal, da muss ich einen neuen Spielstand starten oder sowas. Muss ich mir nochmal angucken. Weil die bin ich selber auch noch nicht gefahren. Komm, Opa, mal voran. Schneller. Jetzt halt nieder das Handy in die Luft. Oh, Opa, geh doch mal einen Schritt schneller. Alter Schwede, das ist ja schlimm. So, raus hier. Oder vielmehr rein hier. So, wo sind wir denn hier? Ah, hier sind wir bei 5. Okay. Ich brauche eine Fahrkarte. Kein Problem, kannst du haben. Danach muss ich den Typen da hinten mit der lauten Musik mal ziemlich eine reinwirbeln. Wer ist denn das hier? Ey, Digga, was stimmt bei dir nicht? Entschuldigung. Ja, nix, Entschuldigung. Hier, bitte. Wir sind ja nicht in der Diskothek. Na klar. So, wenn wir schon einmal dabei sind, dann kontrollieren wir hier auch nochmal eben alle. Hier, bitte. Da. Alle Leute ab hier. Vogelnest. Wo hab ich denn? Ah, hier, bitte. Danke. Okay, Alter Schwede, bin ich spät dran, ey. Aua, ey. Das ist echt übel. Alter, hier muss aber auch überall jemand über den Zebrastreifen schleichen, ne? Wenn die wenigstens gehen würden, wäre es okay. Komm, Digga, fahr. So. Wow. Das wird gut geleckt. Hey, jo. Bleib doch nicht da stehen, fahr doch weiter. Okay, auf zur First Street. First Street, das ist die, glaube ich, ja, das müsste die sein, wo wir halt noch, ich glaube, 11 Leute oder so müssen wir da noch hinbringen. Die alte Stelle hier ist das. Ja, cool, haben wir die mit drin. Sehr schön. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Wobei ich bezweifle, dass hier 11 Leute einsteigen oder aussteigen. So, da sind wir auch schon. Katsching. Einmal. Hallo. Hallo. So, gucken wir mal eben hier. Befördere 7 Fahrgäste zur Haltestelle First Street. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen. Aber Greenwood haben wir auch schon auf Level 6, ne? Das ist schon mal ganz geil. Das ist schon mal ganz gut, ne? Dass wir den Stadtteil wenigstens schon mal gelevelt haben. Aber wir brauchen halt die Haltestelle, ne? Oh, kommt sie rum. Alter Schwede, das wird aber auch übelst eng hier, ne? Okay, wir haben ein bisschen Zeit gut gemacht, ne? Wir sind nur noch eine Minute zu spät. Schon mal sehr gut. So, die Bushaltestelle kann ausgebaut werden und hier sind wir auf Stufe 6. Wow, super. Ich brauche keine Stufe 6, ich brauche die anderen auf Stufe 5. Das wäre viel wichtiger. Egal, weiter geht's. So. Wir sind 14 Sekunden wieder im Plus. Jawohl, jetzt läuft's. Zeit wieder reingeholt. Komm, Digga, fahr! Ja, so viel zum Thema Zeit wieder reingeholt. Ey, Digga, ey, ist das dein scheiß Ernst? Ey, wo kommst du denn her? Ey, oh Gott, ey, Junge, es ist doch echt nicht die Possibility. Weißt du, da zieht der einfach von eiskalt außen vorbei. Ja, natürlich. Ich meine, ich war ja schon im Gegenverkehr. Wo kam der denn her? So ist meine Zeit schon wieder im Sack, ne? Danke für nothing. Alter Schwede, ey. Den habe ich aber auch im Spiegel nicht gesehen, ne? Naja, gut, was soll's. Ein bisschen Schaden am nagelneuen Bus, gar kein Problem. Ja, gut, okay, der Bus an sich ist nicht nagelneu, aber die Lackierung.
Oh, ein Rollstuhlfahrer. Hat man auch schon lange nicht mehr dabei. Einziger Nachteil ist halt, kostet viel Zeit, ne? So, einmal Rampe raus. Ah, oh, die Rampe wird schon wieder wegen irgendwas blockiert, weil der Bus abgesenkt ist. Ich drehe am Rädchen. So, jetzt runter und Tür auf. Rein hier. Jetzt aber schnell. So, Rampe wieder rein. Und schon sind wir wieder bei 1,5 Minuten zu spät. Ja, moin. Zweimal im Plus, ganz kurz. Oh, jetzt bin ich wieder 1:14 im Plus. Sehr schön. Schon wieder Quarry? Ah, ich fahre hier, wie ist das? Ping-Pong, ne? Oh, das ist gut. Eigentlich ganz gut. Dann kriegen wir wenigstens die Haltestellen anstiffen. Das ist ja nicht schlecht, ne? So. Oh, Vorsicht. Ah, ich hab, irgendwas hatte ich ja gehört, dass hier irgendwo einer in der Nähe ist. Sehr gut. Auf nach Quarry. Ah, zeitlich ist okay, ne? Aber jetzt geht's gerade. Wenn die rote Ampel jetzt nicht wäre. Aber wir haben die Zeit wieder ganz gut reingeholt. So ist es nicht. Läuft. Läuft rückwärts, aber läuft. War ja klar, ne? Das gehen wir jetzt noch vom Bus ran. Genau, lauft mal. Ne, warte mal, wir sind hier. Was? Wo ist ein Quarry? Ach, Quarry ist da hinten. Wollte gerade sagen, hä? Ist das mit der Zeit doch nicht so geil. Ah, ich glaube, diese 300 Sekunden Anzeige kommt jetzt nicht mehr. Egal. Was hat der Quarry für eine Ausbaustufe? So. Oh, hier, zack. Direkt ausbauen. Jawoll, da sind wir auf 5. Wenigstens eine Haltestelle auf 5 bekommen. Da müssen wir direkt einen Screenshot von machen. Aber weg. Ich muss wieder Screenshots machen. Zack. Oh, nö, es fängt dann zu regnen. Ganz schlecht. So, einmal den Scheibenwischer an und auf geht's. Ja, haben wir doch noch ein bisschen was geschafft hier, wa? Die eine Haltestelle mit Stufe 3, die ist natürlich, naja, gut. Die ist ein bisschen blöd, aber... Naja, kann man halt nicht ändern, nicht? Was müssen wir denn generell noch machen? Wir müssen halt alle Bushaltestellen auf 5 ausbauen. Wir müssen die 4,5 Sterne für mit Zufriedenheit, also Zufriedenheit 4,5 Sterne mit allen Stadtteilen, okay. Aber wir haben doch noch eine vierte Aufgabe. Ich jetzt hier drauf gehe, was haben wir denn da? Baue alle Stadtteile auf Stufe 5 aus. Ach so. Ja, gut.
Nervig. Egal, da kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin, easy off, ganz entspannt. Irgendwie wird das schon. Ey, dafür, dass das hier so ein, nennen wir es mal, Ferienort ist, ne, Gold Island, regnet es hier ziemlich häufig. Ist ja schon ein bisschen traurig, ne? Na gut, was willst du machen, ne? Wetter können wir glücklicherweise nicht beeinflussen. Also in einem Game vielleicht ja, aber generell. Dafür ist es hier mit dem Regen echt um Welten besser als im ersten Teil. Ne? Der erste Teil war ja echt Katastrophe. Wenn du da im Regen gefahren bist, hat der gar keinen Spaß gemacht. Das ist ja nichts für wir. Und wir können die Haltestelle. Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Hi. Hey. Hey. Hi. Hi. Warte mal, was haben wir denn hier? Moment. Zack. Schnell Mission annehmen. Hier, was haben wir denn da? Jawohl. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt machen muss. Aber. So, kann die jetzt raus? Jawohl. Wieder rein. Tür zu. Was ist denn jetzt hier die Aufgabe? Halt, stopp. Fahre Route 7 einmal mit Bus Mercedes-Benz Citaro. Ja, wow. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge, oder? Oder in irgendeiner anderen Folge. Ja, dann müssen wir jetzt echt mit einem Citaro fahren. Na, obwohl, ey, ganz ehrlich, ein Citaro ist mir eigentlich ganz recht. Ach, Quatsch, was mach ich hier? Der Urban Way hier ist so nicht so der Hit, ne? Aber egal. Fahren wir die nochmal schön mit dem Citaro, passt auch. Welcher Citaro steht das jetzt dabei? Muss ich mir nochmal angucken. Ich werde das dann mal ändern im Offscreen. Wow, was ist denn hier los? Ey? Alles klar. Gestern habe ich so ein Obst probiert. Jockfrucht? Nein, Jackfrucht. Schmeckt wie eine Mischung aus Banane, Ananas, Mango. Ananas. Und könnte man einen Einfrucht so machen. Ja, komm, fahrt hier mal. Wir wollen hier noch die Haltestelle anfangen. Ja, für das zu spät kommt, kann ich ja jetzt hier nichts. Oder eine Ampel oder so. Oder irgendwelche Idioten, die hier einfach nicht fahren wollten. Ey, halt, stopp. Lass die Leute erstmal einsteigen. Ich wollte aussteigen. Das Wetter ist einfach. So, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Folgenende. Passt auf jeden Fall erstmal. Voll was los hier. Junge. Richtig was los. Und ja, dann machen wir. Setz hier mal ein Citaro drauf. Leider sind wir hier nicht ganz so weit gekommen, aber gut, okay, was soll's. Macht nichts, wir können aber mal eben hingehen. Moment. Nee, halt. Ah, verdammt. Wieso kann ich hier jetzt die Route nicht ändern? Was soll das? Alter, willst du verarschen? Jetzt. So, einmal hier, dann den Bus nehmen wir hier. Warte mal, kann ich den Bus hier rausnehmen? Den nehmen wir raus. Und dann einmal Mercedes. Was für Citaro sollten das sein? Moment, warte mal. Machen wir anders. Welche Haltestelle war das hier? Fahr mit einem Mercedes-Benz Citaro. Ja, anscheinend nur irgendein Citaro, also. Schauen wir mal.
Einmal hier rein, der Bus ist raus. Zack. Mercedes. Citaro. Das sind alles halt Citaros, ne? Citaro. Ja. Sehr schön. Fahrplan, Ansicht ändern, Zuweisen bearbeiten. Nein, braucht man nicht. Zurück. Hat das jetzt übernommen? Ja. Okay, so, sehr schön. Dann fahren wir hier beim nächsten Mal nochmal irgendwie mit einem Citaro. Jetzt nicht, auch nicht in der nächsten Folge sehr wahrscheinlich, aber dann in den nächsten Folgen irgendwo, irgendwie, irgendwann. Und ja, der Rest wird sich dann zeigen. Ne? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gerne kommentieren, bewerten und auch gerne kostenlos Abo da lassen. Danke dafür. Und ja, wenn ihr gerne noch auch die andere Map sehen wollt, ich gehe so gerne hier. Wenn wir hier durch sind, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Dann weiß ich da auch auf jeden Fall mal Bescheid. Ich sag mal bis demnächst und ciao, ciao.